Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender. Heute haben wir Türchen Nummer 10 und mit dabei ist der Yannick. Hi. Moin. Wir spielen heute die Prognose FC Bayern gegen Tottenham. Danach haben wir noch eine krasse, coole Challenge. Schaut auf jeden Fall beim Yannick vorbei. Der hat nämlich einen coolen Instagram-Account. Den verlinke ich natürlich. Unbedingt vor ihm vorbeischauen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Bayern gegen Tottenham. Das wird ein krasses Spiel. Ich bin gespannt, wie die Prognose hier ausgeht. In echt das Hinspiel ja absolut verrückt verlaufen. Mal gucken, ob das jetzt im Rückspiel auch so läuft. Ich denke mal nicht. Mal gucken, wie es bei uns läuft. Und du wolltest noch jemanden grüßen. Jo, und Grüße gehen raus an Luis. Mega cool. Grüße natürlich auch von mir an dich. Weil wenn es in PES... Oh... Oh. Gar nicht so schlecht. Jetzt Lewandowski. Coutinho. Ich komme da aber auch nicht so richtig in den gefährlichen Raum. Also ich drück zwar, aber so richtig gefährlich wird es nicht. Jetzt vielleicht die Flanke. Oh. Jetzt tut sich da eine Lücke auf. Süle, wie ein Schrank geht er da rein. Ist gleich schon Halbzeit. Oh lol. Das habe ich richtig verkackt. Scheiße. Ich habe das nicht mal gerafft. Ich hab erst gesehen, als du den Ball hattest, dass es nicht mein Spieler ist. 1-0 vor der Halbzeit. Ich dachte, dass es mit 0-0 in die Halbzeit geht. So schnell kann es gehen. 1-0 für Tottenham. Halbzeit. Kurz, das war echt kurz vor knapp hier. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Das sagt Jan immer. Oh Gott. Neuer hat ihn. So, komm, wir müssen jetzt auch mal gefährlich werden. Das kann doch nicht sein hier. Komm an. Kommt halt nicht an. Komm jetzt. Gnabry, renn, 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 renn. Das war abseits. Boah, fuck, ja. Ach, Mann. Müller muss rein. Oh, jetzt wird's hier ganz gefährlich. Nur noch 20 Minuten. Ach, 70. schon, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nur noch 20 Minuten. Du führst immer noch 1-0. So viel passiert nicht. Perisic kommt jetzt nochmal. Oh Gott, da oben ist so viel Platz. Sehr stark. Na, da war auch keiner, aber, den ich anspielen hätte können. Aber eigentlich auch. Wir beide verteilen eigentlich nicht so schlecht, immer weil so viele Chancen gehabt. Ja, ja, finde ich auch. Süle verteidige ich auch richtig gut immer. Oh Gott, jetzt ist da hinten wieder offen, aber Alaba. So, come on. Eine Chance krieg ich noch. Hoffe ich. Aber ich muss immer wieder auf die Außen spielen. Weil ich Wechsel nicht durchkomme. Ja, ja, kein Ding. Oh, tatsächlich fällt hier das 2-0, damit die Entscheidung. Harry Kane entscheidet das Spiel Bayern gegen Tottenham. 2-0. Ich glaube, ich kann da nichts mehr reißen. Stark gemacht, stark gemacht. Danke. Ah, als ob er jetzt abpfeift. Egal, naja. 2-0 verloren, das ist die Prognose für Bayern gegen Tottenham in München. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Wir gehen rein in die Challenge. Let's go. So Leute, wir sind in der Challenge drin und wählen uns natürlich wie immer ein Zufallsteam aus. Du darfst als erster. Bin gespannt. Ach du Scheiße. Das ist in Chile. CD Winner. Was? Ja, aber die haben sogar 3,5 Sterne. 70, 69, 72 geht ja eigentlich sogar. Ja, also es könnte okay. Noch schlimmer kommen, ich weiß es nicht. Okay, schauen wir mal, was bei mir ist. Ich drücke einfach mal drauf, ich habe Angst. Das ist gut. Real Sociedad, Alter. Das ist gar nicht so schlecht.
Also es ist ja, viel besser eigentlich. Ich brauche dann echt keine Aufstellung bearbeiten. Weil nee, nee, hier machen wir das nicht. Das keine Ahnung. So, Leute, dann starten wir rein in No Rules. Das ist heute die heutige Challenge. No Rules Modus, keine Regeln. Fouls und Abseits gibt es nicht. Absoluter Krieg. Ich bin gespannt. Jetzt hoffe ich natürlich drauf, dass meine Spieler nach vorne rennen. Einfach ins Abseits. Das ist absoluter Krieg. Oh nein. Ja, den kriege ich, den hau ich um, aber sowas von. Den kriege ich. Oh. Oh, das war eine blutige Grätsche. Oh. Und das auch. Knöchelbruch. Es muss. Jetzt eine Chance für meine geile Mannschaft. Oh. Komm, Das Ding ist, bei mir sind es hässliche Trikots, aber man kann es verstehen, ist ja eigentlich so eine chilenische Mannschaft, die kennt man nicht auch. Ja. Real Sociedad. Ja, wohl eben. Das ist eine spanische Mannschaft in der ersten Liga, die haben so Kacktrikots, Alter. Und die sind ja eigentlich auch immer so im Mittelfeld, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind auf jeden Fall schon lang in der ersten Liga, also die sind nicht abgestiegen oder so. Ach so, kanntest du die wirklich nicht, da die Mannschaft da in deiner Tastenkarriere? Ich kann die wirklich nicht. Wir haben das ein paar Leute geschrieben, dass die schon länger dabei sind. Jetzt gibt's die Chance, jawohl! Oh, der war scheiße. 1-0, Dankeschön. Das war, glaube ich, nicht mal abseits, glaube ich. Es war. Es gibt doch keinen. Ja, aber es war. Theoretisch wäre es sogar regulär gewesen. Ja, doch, glaub schon. Ja. Oh. Oh, so, jetzt die nächste Chance. Oh, Alter. Scheiße. Ganz, ganz knapp. Halbzeit, Leute. 1-0 durch diesen Lupfer. Aber eigentlich ausgeglichen, oder? Ja, okay. Ja. Guck mal hier, du hast sogar mehr Chancen. Also, ist schon nicht einfach. Und bei denen ist es dann relativ gut. Oh nein! Jawoll! Oh, das war so ein glückliches, komisches Tor. Nicht so schön wie das erste, auf keinen Fall. Aber es zählt und das ist das 2-0. Das ist wichtig. So, nächste Chance. Das ist eine gute Chance. Oh. Die Grätsche verhindert, aber der Nachschuss. Ach man. Du hast mit der Grätsche richtig gut verhindert, weil der Schuss, der wäre, glaube ich, richtig gut gekommen. Oh, und die Szene ist noch nicht vorbei. Die Szene ist noch nicht vorbei. Wir spielen wieder runter. Jetzt in die Mitte und der Schuss. Jawohl. 3-0. Jetzt geht gar nichts mehr, Alter. Jetzt geht der Yannick unter. 3-0. Ich räche mich für das Spiel gerade eben, Bayern gegen Tottenham, dass Bayern verloren hat. Du bist sogar auch Bayern-Fan, hast du gesagt. Mhm. Ja, es war schwierig hier auch. Der Torwart wurde gedeckt, nichts gesehen. Komm, jetzt gleich mal. Oh, wie knapp war das denn? Dass der nicht drin ist, ist ja absolut verrückt. Boah, war das knapp. Also den habe ich auf jeden Fall drin gesehen, war nicht schlecht gemacht. Alter, als ob. Das war auch knapp. So, warte, das gibt jetzt direkt eine Chance. Komm. Der Alter hat sich den vorgelegt. Was war das denn? Nee, aber halt jetzt so Bayern so, drückst du dann jetzt natürlich dann auch schon jedes Spiel Daumen so, ne? Ist ja eigentlich ja, klar. Ja, klar, ja. Und da wollte ich nämlich fragen, weil das ist so eine Sache, die feiere ich eigentlich richtig. Wie findest du das eigentlich, dass. Alter. Fuck. Wie findest du das eigentlich, dass hier Bayern zweite Mannschaft und der dritten ist? Ich finde das eigentlich voll krass. Das finde ich, das habe ich richtig gefeiert. Und ich spiele auch nicht schlecht. Eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Shit! Oh! Ich habe so ein Glück. Ist das jetzt Ecke noch? Oder? Ja, aber das war so knapp. Alter. Ich habe sogar noch gedacht, das ist keine Ecke, weil du mit der Grätsche noch oder so. Nee. Umhauen! Mach ihn platt! Oh, was? Alter, als ob! Der war ja richtig krass. Da kommt nochmal der Anschlusstreffer. 3-1. Was piepst da bei dir im Hintergrund? Ich hab zwei Kanäle.
Zwei Vögel. Die haben Bock auf FIFA, merke ich gerade. Ja. Jetzt gibt's nochmal den Konter. Bei mir hinten ist alles offen, kein Abseits. Shit, sau ihn noch um. Jawohl. Oh, Mann, jawohl. Oh. Ah, es ist vorbei. Vorbei, oder? 3:1. Vier Tore sind gefallen. Deutlich mehr habe ich mir schon gedacht, als gerade eben gegen Tottenham, Bayern gegen Tottenham. Ja, ist in Ordnung. War auf jeden Fall ganz cool. Cool, dass du dabei warst. Dankeschön an dich, Janik. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 11. Danke, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao.